Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Modded. Hier auf diesem Kanal. Und wir haben tatsächlich ein neues Projekt, das wir anfangen wollen. Eigentlich wollte ich ja die Mob-Farm machen. Die Mob-Farm braucht allerdings ein bisschen mehr Planung, als ich gerade zur Hand habe. Beziehungsweise ich habe es einfach vergessen zu machen oder nicht die Zeit gehabt oder mir nicht die Zeit genommen für die Planung. Weshalb wir etwas anderes machen. Und zwar als allererstes machen wir das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Wo ich schon überlegt habe, ob das erste wird, was wir machen. Habe ich mich am Ende aber gegen entschieden. Und zwar ein Clipboard. Da. Papier. Wir werden ja wohl irgendwo ein Papier haben, oder? Ich werde doch kein Papier craften müssen. Also was? Sehe ich aus wie jemand, der Papier craftet? Ja, tue ich. Sollte mir vielleicht auch mal merken, wie die ganze Kiste ist. Und ich muss den ganzen Kram hier noch ablegen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich beim letzten Mal dran war. Wofür wir das ganze Gold geholt oder gemacht haben. Spielt aber auch schlussendlich keine Rolle. Das werden wir auf jeden Fall runterrubbeln. Weil da kommt die Farm hin, die wir bauen. Oder die wir jetzt aktuell als erstes bauen. Und zwar wird das erste, was wir bauen, eine Kelpfarm sein. Und ich habe überlegt, ob wir das mit dem Wind, Windmill Bearing machen. Also mit dem Windrad. Genau, Deutsch. Schön. Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, dass wir es nicht machen, sondern dass wir es alles über eine zentrale Energieversorgung laufen lassen. Wir können später ja gegebenenfalls die Energieversorgung von den Farmen und so weiter ja noch umkabeln oder quasi statt ein zentrales Energienetz quasi, ne? So zwei Generatoren machen oder ähnliches, aber ich würde das schon gerne weniger über alles autonom, über einzelne Windkrafträder und so weiter laufen lassen, sondern halt über ein zentrales Netz. Dass wenn was ausgeht, alles ausgeht, so ungefähr. So ein richtiges, kleines Stromnetzlein. Ja. Das werden wir tatsächlich alles hier erstmal nicht mehr brauchen. So. Erstmal, wir werden es wahrscheinlich auf jeden Fall wieder raus. Ist jetzt nicht hier. Okay, auch scheißegal. So, da haben wir jetzt hier unser Clipboard. Unser Clipboard funktioniert theoretisch gesehen wie ein Buch. Genau. Nun können wir hier Sachen reinschreiben. Test. Test 2. Und dann können wir die hier wegstreichen. Und wenn wir hier drüber schreiben, bleibt das immer noch ein Punkt. Das heißt, wir werden ganz kackendreist hier hinschreiben, Kelpfarm. So, da haben wir schon mal die ersten Sachen. Dann muss ich mir erstmal überlegen, was überhaupt noch kommt. Weil erstmal ist ja automatisieren. Genau, unseren kleinen Erdschürfer. Unser Bohr-Ding. Wie nennen wir das oder wie heißt das?
Erzbohrmaschinen. Minecart. Fragezeichen. Tunnelbohrmaschine. So, einfach ist wichtig, weil einfach heißt, dass wir auf den normalen Schienen und nicht auf den großen Schienen uns bewegen. So, wenn wir jetzt die alte automatisierte Kelpfarm zum Beispiel fertig haben, zack, können wir das weghaben. Und so können wir unsere Projekte abarbeiten. So, das können wir jetzt dran machen, theoretisch. Und dann können wir hier immer check. Und dann können wir auch die Sachen weglöschen, die gecheckt sind. Ziemlich praktisch. So. Gut, mit dem Schild in der Hand funktioniert das jetzt nicht so perfekt. Dann lassen wir das Schild erstmal weg. Wir brauchen das ja eh nicht. Wir haben eine absolut geniale Diamantrüstung. Hatte ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich in einer Höhle gestorben bin an einem Creeper? Einfach nur, weil ich dachte, ey, gar kein Problem, Creeper macht ja nur so drei Herzen, boom, tot. Und ich dann irgendwie nicht rausgefunden habe, woran es lag. Und dann irgendwie erst so eine Stunde später, währenddessen ich andere Sachen gemacht habe und weitergebuddelt habe, dann ist mir aufgefallen, ah, warte mal, ich bin ja ein Depp, ich habe ja keine Dia-Rüstung mehr an. Ich glaube aber, das habe ich schon erzählt. Ist aber auch egal. Wir werden jetzt arbeiten. Too far away. Ich dachte schon Monster hierbei. Hätte eigentlich voll Bock, das hier irgendwie nutzen zu können. Aber ich habe keine wirkliche Idee, wie wir oder was für Gebäude wieder reinsetzen können. Ich habe absolut, ich bin, was Kreativität angeht, bin ich absolut nicht versiert. Leider. So, bei diesen Clipboards können wir natürlich auch eine Liste machen von Dingen, die wir, ne, suchen müssen, finden müssen, Terrain, Dinge oder allgemein Projekte, die wir aufschreiben können. Die Dinger sind absolut awesome. I love Clipboards. Das wird jetzt nicht das effizienteste Design, weil theoretisch gesehen bei der Weizenfarm werden wir bei dem Drehen nochmal gucken, welchen Bereich genau der quasi unten abwirtschaftet. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt hier draußen oder dass wir hier außen so einen Kelb haben, der wächst und der nicht abgeerntet wird. Das ist aber schlussendlich vollkommen egal. Weil wir Kelb. Weißt ich weiß, dass wir hier dieses Crafting-Ding haben. Ich benutze es trotzdem nicht. Gut, ich habe es gerade wieder vergessen gehabt, aber trotzdem. So, eins, zwei, drei. So. Wir werden uns, was Wege angeht, auch erstmal ländlich halten. Also wir werden jetzt keine schwarzen, aus schwarzer Wolle oder so, ne, Beton hergestellten Wege bauen. Vielleicht werden wir das irgendwann mal machen. Theoretisch gesehen könnten wir es. Aber aktuell will ich erstmal vorankommen. Damit haben wir ja sowieso genug Probleme. Weil wir ja schon in der zig 30. Folge sind. Und wir haben bisweilen nicht eine einzige wirklich automatische Farm. Ich meine, schlussendlich ist das auch nichts Schlimmes oder so. Keine einzige automatische Farm zu haben. In der jetzigen Folge. Weil wir kommen ja trotzdem voran.
Aber wenn man bedenkt, dass wir ungefähr in der ersten Folge schon diese Außenmauer dahin gezogen haben, die wir noch ansatzweise weitergebaut haben, gibt einem das doch zu denken. Eine Cobblestone-Farm zum Beispiel steht auch an. Die Kelp-Farm ist jetzt aber wichtiger, weil ich werde nicht nochmal Kelp holen gehen. Und sie ist etwas einfacher. Und da machen wir jetzt erst die Kelp-Farm. Das ist natürlich die Frage, wie wir das schlussendlich abstecken. Weil ich habe eigentlich keinen Bock. Machen wir das? Ich glaube, wir machen das. Wir machen das so, wie ich denke. Das heißt, das hier wird die Erdschicht sein, wo dann quasi der Kelp draufkommt. Dann kommt hier aber noch eine Schicht hin zum Bauen und dann kommt da drunter noch eine... Ah, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich denke, weil wir brauchen ja... Nee, doch, das dürfte funktionieren. Ah, nee, dann muss das ja auch mit zu dem Dings gehören. Da kommt ja Wasser runter. Oder wir machen das anders. Also mein Gedanke ist gerade, dass wir hier unten noch einen Raum drunter machen, wo wir das dann alles abtransportieren und wo dann die ganzen Items sich bewegen. Das fände ich auch mega cool, wenn das hier oben aussieht wie einfach nur so ein Klärbecken. Das Problem ist aber, damit wir mit diesem einen Block, der das von der Contraption, die sich ja hier dann drehen wird, zu dem festen Gegenstand verwendet, rüber transportiert, muss dieses Ding an der Contraption dran sein, welche das abfarmt. Und damit wir die Contraption hier unten haben und hier oben haben, kann hier zwischen kein Block sein, der diese einzelnen Objekte voneinander trennt. Das heißt, wenn hier ein Block ist, wird er auch Teil einer Contraption und sich quasi als Block so mitdrehen und quasi zu einem Entity-Ding werden. Und dadurch wird allerdings Wasser runterkommen, weil das in Bewegung ist. Die andere Möglichkeit, die wir hätten, wäre, wenn wir dieses Transportding hier oben irgendwo anbauen und dann nach unten zeigen, dann wäre aber die Frage, wie wir das... Oder wir machen das hier in die Wand rein und leiten das dann einfach nach unten. Das könnten wir auch machen. Würde ich dann tatsächlich hier machen. Weil wir gegebenenfalls auch ein zweites Klärbecken daneben bauen und dann passt das, wenn wir das da machen. Dann machen wir das so und bauen hier unten trotzdem noch einen Raum. Das heißt Erde, Schicht, Raum. Gut. Muss ja alles geplant sein. Darf ja nicht hier... Ich schuffle das erstmal alles weg. Dann setze ich das danach wieder hin. Wir könnten theoretisch jetzt auch anderen Stein herstellen, also diesen Brickstone. Und den verwenden, kein Cobblestone. Aber ehrlich gesagt wird das ein Loch im Boden und Cobblestone dürfte eigentlich gut dazu passen. Wobei ich eigentlich sehr, sehr gerne mit dem Brickstone baue. Eigentlich würde ich überall gerne diesen Brickstone verwenden. Aber da das aktuell erstmal ländlich bleibt, belassen wir es dabei. So, und zwar werden wir im Prinzip drei Schichten Wasser haben. Die unterste Schicht wird natürlich da sein, wo unser Dings ist, also unser Kelp. Dann kommt die mittlere Schicht, wo die Contraption sich drehen wird und das abbauen wird. Und da über eine Schicht Wasser, damit es... oben, wie Wasser aussieht. So. Also haben wir 1, 2, 3 Schichten Wasser. Hier kommt die Erde. Und das ist dann die Schicht Cobblestone. So, und ich werde noch eine Schicht darunter ausheben, damit wir genau wissen...
wo wir dann den Raum haben. Weil wir, wenn wir den Raum ausmachen, werden wir die Grenzen von oben nicht mehr wirklich sehen. Und das einmal abgegrenzt zu haben, ist wahrscheinlich ziemlich praktisch. Oder könnte praktisch sein, wenn wir dann an dem Raum da unten bauen. Jetzt erstmal ist es egal. Auch ein Werkzeug, das wir mit einer Dierspitzhacke ersetzen sollen. Aber für die Dias müssen wir unseren Bergbau-Dude bauen. Und den haben wir auch noch nicht gebaut. Great. Eigentlich können wir das auch ganz ab runter bauen, weil es ist ja nur zwei tief. Also bricht uns ja jetzt auch nicht das Genick. Dann können wir aus diesem Loch da links beziehungsweise da rechts einfach gleich den Wartungs den Zugang machen. Das wird alles ersichtlich sein, was wir machen, sobald es fertig ist. Aber sobald es fertig ist, wird es nur ja fertig sein und wir sind aktuell noch im Bauen, also. Trusted. Es wird nicht so schlecht aussehen. Es wird schon ziemlich schlecht aussehen. Ja, es wird eigentlich schon nicht. Also, es wird nicht wie viel aussehen. Meine Baukünste sind. Begrenzt. Würde ich kein Geld für bezahlen. Würde ich ihr Geld für verlangen. Man könnte es entweder selber bauen oder ich könnte es bauen. Und der einzige Grund, wo man sich selber baut und es mich bauen lässt, sollte wahrscheinlich der sein, dass man wirklich keine Zeit hat, das zu machen. So. Tada. Quasi fertig. Das ist ein Loch in der Wand. Da kümmern wir uns irgendwann mal drum. Nicht heute. Also 1, 2, 3. Erde, Kobbel. Ja. Vielleicht müssen wir nochmal Kobbel holen gehen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Kobbel wir überhaupt dabei haben. Habe ich gesagt, einfach angefangen zu bauen. Vielleicht müssen wir kein Kobbel holen, weil wir viel zu viel Kobbel dabei haben. Ist aber egal. Wollte ich mir gerade schön angucken, wie das auf der Karte aussieht. Haben wir so einen scheiß Baum, Alter. So. Sieht aus wie ein Loch mit einem Loch. Und es sieht nicht so aus, als ob das Loch in der Mitte ist.
Sinn. Lass mal verschwinden hier. Ich verwirrt hier oben dieses, aber ich schätze mal, passt. Ist egal. Ist nicht so, als ob das hier eine Wissenschaft ist und ich habe alles durchgerechnet habe wie bei der NASA, Alter. Und, da ist mir jetzt noch ein zweites mögliches Problem aufgefallen. Wenn wir hier das machen und das rübertragen. Nee, das ist eigentlich egal. Nee, das funktioniert. Aber wir müssen das jetzt schon mal einplanen. Dann brauchen wir, wie heißt dieses Drehding? So, wir haben einmal hier so ein Windmill Bearing und Mechanical Bearing. Und wir benutzen das Mechanical Bearing, nicht das Windmill Bearing. On receiving the force, it will assemble into a rotating control. Genau. Mit Glue können wir das ausbauen und genau das brauchen wir. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu wissen. Der Unterschied ist, bei der Windmühlbildung brauchen wir. Das ist ziemlich einfach, das ist auch ziemlich einfach. Technisch gesehen braucht das normale Bildung mehr als das Windmühlbildung. Lol. Gut zu wissen, I guess. Achso, diese Connecting. Hier, dafür brauchen wir zwei. Shoot. Brauchen ein paar Shoots. Fällt mir gerade mal ein. Oder auf. Also die Route von hier runter ins Basement zu kommen, wo wir die Werkstatt haben, ist nicht optimal. Wobei ich ehrlich gesagt ja eigentlich mich überall hin teleportieren wollen würde. Also was die optimale Route angeht, bin ich es wahrscheinlich einfach generell nicht gewohnt, tatsächlich zu Fuß irgendwo hinzugehen. Aber ja. So viel zum Plan. Wir kommen schon gut voran. So. Was ist das denn? Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Modded auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss.